Gestern hat mich jemand gefragt, hey Yunus, wie funktioniert das eigentlich mit deiner Online-Weiterbildung? Wie bekomme ich da Hilfe, wenn ich mal nicht weiterkomme? Und ich habe mir so gedacht, ich kann dir das Ganze jetzt erzählen oder ich mache einfach ein kurzes Video dazu, wo ich dir das Ganze zeige. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, in diesem Video siehst du einen Ausschnitt, wie ich live unterrichte. Und nicht nur das, du kannst auch noch einiges lernen, denn heute haben wir ein paar fundamentale Konzepte besprochen, die jeder Webentwickler da draußen unbedingt können sollte. Also, ich würde sagen, ich zeige dir einen kurzen Einblick in unsere Akademie. Auf geht's! Zunächst einmal werden die Teilnehmer natürlich begrüßt und ich erkundige mich, wie es gerade läuft und an was gerade so gearbeitet wird. So, hi. Grüß dich, Stefan. Wie geht's dir? Wie läuft's im Job? In unseren Videocalls werden normalerweise verschiedene Fragen gestellt. Das heißt, da teilt dann zum Beispiel jemand seinen Bildschirm oder seinen Code und sagt, hey, ich komme da einfach nicht weiter, kannst du mir bitte erklären, wie ich das Problem lösen kann? Oder hey Yunus, wie würdest du dies und das programmieren? Die erste Frage heute war, wie kann ich sehen, was von meiner Web-App geladen wurde? Okay, die Frage ist, wie kann ich jetzt nachgucken, was eigentlich von meinem Webbrowser im Hintergrund geladen wurde? Du kannst das Ganze auch nochmal nachgucken, indem du hier auf Network gehst. Wenn du auf Network gehst, dann siehst du nämlich immer genau, welche Ressourcen im Hintergrund geladen werden. Das heißt, immer die Information zu unserem Pokémon. Das siehst du, wenn du hier auf Preview gehst, also hier jede Menge Dinge wie zum Beispiel die Happiness, die Capture Rate und so weiter. Und auf der anderen Seite siehst du ja hier auch die Bilder. Bedeutet, wenn ich jetzt neu lade, dann sehe ich hier rechts an der Seite genau, was geladen wird. Und wir sehen, dass jetzt jedes einzelne Pokémon hier nur einmal geladen wird. Ansonsten würde hier zum Beispiel die 37 oder die 38 oder sowas doppelt stehen. Und das ist ja jetzt nicht der Fall. Jedes Pokémon steht hier nur ein einziges Mal drin und wird jetzt nicht 1000 Mal geladen. Anschließend mussten wir eine JavaScript-Funktion optimieren. Die Frage war, hey, meine Funktion ist langsam, weil sie jedes Mal etwas vom Server lädt. Wie kann ich diese optimieren? Also um es zusammenzufassen, die Funktion lädt jedes Mal etwas vom Server, auch wenn sie es schon geladen hat und deswegen ist sie langsam. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das Ganze optimieren? Also aktuell haben wir es so, jedes Mal, wenn wir hier die Spezies von unserem Pokémon laden wollen, dann ist es so, dass du eine Anfrage an den Server sendest. Das passiert in dieser Zeile, es wird runtergeladen und es dauert 1-2 Sekunden und erst dann liefert die Funktion eine Antwort. Wir könnten das Ganze jetzt unterteilen in zwei Fälle. Erster Fall, das Ganze ist bereits gecached. Ja? Das heißt, wir laden es nicht vom Server runter, sondern returnen das Ganze aus dem Cache. Und dann hast du die zweite Option. Zweiter Fall. Und das ist das hier unten. Wir laden es vom Server, weil es nicht im Cache ist. Das heißt, ich schreibe hier hin, nicht im Cache laden von Server. Das ist letztendlich genau das gleiche, wie wir es auch mit unserem Pokémon Dick da oben machen. Und mit der Zeit füllt sich dieses Ding. Das heißt, je mehr Pokémon wir laden, desto mehr füllt sich deine Map und desto mehr Pokémon-Spezies sind zwischengecached. Und der Spezies-Cache, der wird auch immer größer. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter gucke, dann sehen wir, dass hier bereits 80 Dinger zwischengecached sind. Geil. Die dritte Frage lautete, werden meine Bilder vom Webbrowser zwischengespeichert? Die Frage ist, werden meine Bilder vom Webbrowser gespeichert oder nicht? Und vor allen Dingen, wie kann ich das Ganze überprüfen? Also pass auf, Bilder werden von unserem Webbrowser meistens zwischengespeichert, damit der Webbrowser es einfach so schnell wie möglich anzeigen kann. Und das Coole ist, dass wenn du hier auf Network gehst und dann zum Beispiel auf die Bilder, um die anzuzeigen, auch immer sehen kannst, ob die wirklich gerade aus dem Internet oder direkt von deinem Webbrowser geladen wurden. Dafür kannst du einfach mal den Tab Size hier so ein bisschen größer machen und dann siehst du ja hier immer, wie groß das Ganze ist. Und teilweise siehst du dann hier auch, ob das Ganze gerade von deiner Festplatte geladen wurde oder direkt aus dem Internet. Wenn wir jetzt hier auf einer anderen Seite einfach mal auf Neuladen drücken, dann siehst du hier, wenn du auf Size guckst, Memory Cache. Das heißt, hier steht jetzt nicht mehr die Größe von dem Bild drin, sondern hier steht einfach Memory Cache, weil das Ganze jetzt eben von deiner Festplatte geladen wurde und nicht mehr aus dem Internet.
Das heißt, hier hast du einfach immer eine ganz gute Möglichkeit, um zu gucken, ob das Ganze gerade aus dem Internet oder einfach von deiner Festplatte geladen wurde. Und wenn es von der Festplatte geladen wird, dann musst du dir gar keine Sorgen machen, weil es einfach super schnell geht. Wenn es aus dem Internet geladen wurde, dann würde ich überlegen, ob man das noch irgendwie optimieren kann. Wenn du programmieren lernen willst und das Ganze auch professionell machen möchtest, dann solltest du dich unbedingt mit erfahrenen Programmierern regelmäßig austauschen und solltest denen deinen Code zeigen, solltest über deine Probleme sprechen und dir allgemein Tipps geben lassen, wie du auf das nächste Level kommst. Genau deswegen gibt es bei uns in der Weiterbildung auch nicht nur einen Live-Call, sondern 7 Programmier-Live-Calls die Woche in unserer Frontend-Weiterbildung plus zusätzlich noch einen Community-Call, wo die Community unter sich ist und sich einfach austauscht. Das heißt, an jedem Werktag unter der Woche hast du die Möglichkeit, live mit einem erfahrenen Programmierer zu sprechen. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn du sagst, hey, Programmieren macht mir super Spaß, ich kann mir vorstellen, das Ganze als Quereinsteiger zu lernen und dann beruflich zu machen, dann klick gerne mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir auf deine individuelle Situation eingehen und schauen, ob wir dir weiterhelfen können, ob das Ganze in deiner Situation das Richtige ist. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald persönlich. Ansonsten sehen wir uns hier natürlich auf diesem Kanal im nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.